Herzlich willkommen, allen Freunde, zu Animal Crossing New Horizons. Guten Morgen, liebe Bewohner. Es ist Freitag, der 10. April, 8.30 Uhr hier auf Nimmerland. Keine nennenswerten Meldungen heute. Bin das nur ich? Oder ist die Woche wie im Flug vergangen? Ich weiß, wie hart ihr alle gearbeitet habt. Also genießt euer Wochenende. Ja, gestern haben wir, glaube ich, nichts gemacht, aber morgen Abend werden wir den Königsfalter fangen. Ja, also morgen nehme ich dann so um ca. 18 Uhr auf. Das heißt, morgen früh kommt wahrscheinlich nichts. Diesmal. Ich finde, es gibt nichts Schöneres, als die Blätter der Kirschblüten durch die Luft wirbeln zu sehen. Denn Papa schimpft natürlich wieder, weil er sich später zusammenkehren muss. Mit Kirschblüten grüßen, Mama. Oh, das ist ja nett. Bekomme ich jetzt hier eine Kirsche oder was? Ne, bitte nicht. Bitte nicht. Tuchspäne und Taschentücher. Wow, cool. So, das nehme ich. Ich habe gestern die Rüben verkauft. Habe ich das Geld eingezahlt? Ja, habe ich. Habe 500.000 rausbekommen. Eine Freundin hatte verkauft, also bei denen war der Rübenpreis auf 126 und bevor ich hier leer ausgehe, ja, und Minus mache, dachte ich mir, komm, ich verkaufe das jetzt schnell, dann ist die Sache gegessen. Und ja, das habe ich dann auch gemacht. Genau. So, wir gehen erstmal hier natürlich zu unserem Liebling. Den Aufgang nach rechts habe ich auch bezahlt. Ist abbezahlt. Muss ich jetzt noch irgendwie ein Design machen für den Boden. Weil ich glaube, so ein weißes Design gibt es gar nicht. So, hallo Nuki und Schleppi. Ich hätte gern diese Palme. Nehme ich. Super. So, und dieses hier. Ein Pissoir. Nehme ich auch. Ich kaufe jetzt die Sachen und verkaufe die nicht direkt, sondern vielleicht erst am nächsten Tag. Oder ich behalte die einfach in meinem Haus. Weil ich glaube, so wird das hier eher passieren, dass die beiden sich hier entwickeln, Leute. Entwickeln. Weiterentwickeln. Interessante Artikel im Regal? Nee, eigentlich nicht, aber ich gucke trotzdem mal. Oh. Den Kunstparkett, den will ich mal nehmen. Was ist das da rechts daneben? Schwarz Eisenboden. Oh, Eisenboden hört sich gut an. Nehme ich auch mal mit. So, Leute. Kommt. Leute. Sagt mir doch jetzt. Ah, wir wollen umbauen. Nee, sagen sie mir nicht. Oh mein Gott. Ich habe außerdem gestern noch vier Kokosnusspalmen geholt. Hallo Mischka. Hey, wie läuft's, Brr? Ich kann schon voll gut posieren. Hatschi! Oh ne, Hatscha! Für den zukünftigen Popstar ist das unerlässlich. Man weiß schließlich nie, wenn man mal Hatscha machen muss. Okay, hast du noch was Schönes zum Plaudern? Du hast einen schönen Pulli an. Hast du irgendwas auf dem Herzen, Brr? Sag mal, was hast du denn da gerade mit der Schaufel hantiert? Tut mir leid, da bin ich etwas empfindlich. Erst letztens bin ich volle Kanne in ein Loch gefallen. Seitdem macht mich der Anblick von Schaufeln immer nervös. Okay, es tut mir leid, dass ich irgendwo was geschaufelt habe. Es kommt nie wieder vor, okay. Weg damit. Ja, die kommen, glaube ich, irgendwie abends. 16 bis 2 Uhr oder so ungefähr. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich habe nur mal einmal einen Screenshot gesehen, dass die auf jeden Fall nicht tagüber da sind. Ja, den muss ich auf jeden Fall noch fangen. Und den werden wir dann auch fangen. Also ab morgen, ne? Falls ich den am Morgen nicht fange innerhalb einer Stunde, dann nächsten Tag wieder Abend. So lang, bis ich diesen Tentakel da habe. Ich suche mal auch noch ein paar nette Themen raus, über die wir dann quatschen können. So, bist du zu Hause? Nee, ne? Schade. Aber du bist zu Hause. Wer wohnt hier denn nochmal? Bestimmt irgendein Nashorn. Ah, nee, sie. Oh, was hat sie denn? Sie ist ja nur müde. Sei gegrüßt, Morgenstund, hat Sterne im Mund, träum. Darf ich dich an einer Weisheit zum Häschentag teilhaben lassen?
die mir vor langer Zeit offenbart wurde, haben wir heute den 9. oder den 10.? Oh, den 10. morgen ist das Angelturnier. Dann gibt's morgen halt 2 Parts. Okay. Eine mittlerweile verflossene Liebe erteilte mir diese Lektion. Ach, wie viel er über Glückseier wusste. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich hab ihren Namen schon wieder vergessen. Wie heißt du? Ach, Misuzu. Misuzu. So, hier haben wir den Aufgang jetzt. Sie ist auch da. Achso, sie ist ja neu eingezogen. Mal gucken, wie ihre Bewohnung ist. Und Klavier. Oh, schön. Und eine kleine Küche. Tut mir leid, aber ich bin gerade etwas beschäftigt. Was machst du denn? Ich habe mir spontan vorgenommen, einen Baumstammsessel zu fabrizieren. Eventuell hatte ich den Aufwand etwas unterschätzt. Bastel macht aber unglaublichen Spaß. Möchtest du wissen, wie man einen Baumstammsessel anfertigt? Ja, bitte. Sehr gerne. Ich habe alles in dieser Anleitung notiert. Damit sollte es dir leicht fallen. Ah, super. Find zwar dein Outfit nicht so cool, aber Dankeschön für den Sessel. Den habe ich nämlich noch nicht. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, meinen haben wir neue. Ja, bitteschön. Blumen gießen. Ja, okay. Das mache ich eh. Und ein Sessel. Schön. Schön, schön, schön. Ich habe gestern noch einen Kirschhut bekommen. Ja. Den habe ich vom Ballon runtergeschossen. So, dann springen wir mal hier kurz rüber. Hallo? Mischka, bist nicht da? Okay. Okay, kein Problem, Mischka. Ich besuche dich bald anders. So. Hallo, Lukas. Lukas angelt. Du weißt doch, was man über das Angeln sagt, nicht wahr? Dann sag es mir. Ich nämlich nicht. Sehe ich etwa gelangweilt aus? Nein, mein Gesicht macht nur gerade Entspannungsübungen. Haha. ja. Du bist der Komiker hier. Ich verstehe. Ich verstehe. War er zu Hause? Nee. Okay. Gut, dann gehen wir hier mal eben am Strand entlang. Denn hier muss irgendwo noch ein Rezept für mich liegen. Und ein paar Muscheln. Und ein paar Äpfel. Alles verkauft. Alles wird verkauft. Und ich muss niesen. Okay. Ach, oh, Gesundheit. Ja, danke. So. Bist du der Geldstein? Ich hoffe es für dich. Ich hoffe es für dich und für mich. Geld, komm raus da. Ja, gut. Ich glaube, ich krieg nicht alles. Ich habe den ersten verkackt. Ah, doch. Doch, kriege ich. Mann, wieso bist du jetzt auf einmal so verschnupft? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, das Gießen mache ich aber heute Abend. Da habe ich eigentlich gerade keine Lust zu. Kennt ihr das? Ihr spielt Animal Crossing und dann ihr denkt euch nichts dabei anzukommen und dann seht ihr, oh nein, wir müssen ja noch hier die Blumen gießen. Ja, so geht's mir eigentlich jeden Tag mittlerweile. So, hier habe ich ein paar Dinger gepflanzt, ne? Falls ich sie morgen nicht kriege, dann habe ich irgendwann noch ein paar mehr Möglichkeiten, sie zu bekommen. Ja, aber generell hängen echt wenig Käfer an Bäumen. Das war ja früher eigentlich gang und gäbe, ne? Richtig viel. Manchmal sogar etwas übertrieben. Zikaden zum Beispiel, glaube ich. Zikaden, waren Zikaden? Ich meine schon. So. Hier haben wir. Da sind wir alles abgegangen. Hier haben wir auch noch Kokosnüsse. Ja. Bin mal gespannt, ne? Oh ne. Pfirsiche. Obwohl, nicht der ganze Wald. Nicht der ganze Wald.
Das ist gut. Gut, gut, gut. Ich überlege hier immer noch, hier irgendwo eine Brücke zu machen, dass ich nicht diesen Sprungstab rausholen muss, weil es ist so nervig, Leute. Es ist nervig, es ist die Wahrheit. Es ist einfach nervig. Jeden Tag hier springe, springe und Kirsche, Kirsche, Pfirsich, Pfirsich. Alles, alles hier. Oh, schrecklich. Schrecklich, wie viel Platz habe ich eigentlich? Okay, ich muss mal eben verkaufen. Ich habe hier irgendwie kaum Platz mehr. So. Das war ein Fisch. Meine Blumen haben wir echt mittlerweile richtig viele. Ne? Die Stadt mit den Blumen. Oh, bin ich erstmal schön fett drüber gelaufen. Da, 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 da. Heute ist Freitag, ne? Oh, da kann ich ja gleich die neuen Folgen von Star Wars schauen. Ach, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Schaut ihr Star Wars, The Clone Wars oder The Mandalorian? Ich auf jeden Fall. Ich auf jeden Fall. So, du kannst weg, das kann weg. Tuchspender brauche ich auch nicht, obwohl der ist von Mama, den behalte ich mal. Die verkaufe ich auch mal. Dich nicht. Und das Trampolin, das habe ich eigentlich schon. So, 23.000. Ja, abgemacht. Abgemacht und tschüss. Tschüss, au revoir. Au revoir. Au revoir. Okay, ich habe gegähnt. Ich dachte, ich könnte es irgendwie noch überspielen. Aber hat nicht ganz so gut geklappt. Boah, ich bin froh, wenn dieses Eier-Event vorbei ist. Zum Glück war das jetzt kein Ei. Ich habe eigentlich mit einem Ei gerechnet, tatsächlich. Dann haben wir noch eins. Oh, noch ein Fossil. Boah, läuft. Läuft, Alter. Nee, das ist nur ein Kolibri. Ne, Kolibri. Oder? Ne, Kolibri ist doch ein Vogel, oder? Und kein Schmetterling. Ja, ja. Kolibri-Falter ist er, glaube ich, oder? Oh Gott, ich weiß es jetzt schon nicht mehr. Oder war das ein Kolibri? Ne, Kolibri ist doch ein Handy, wo ist mein Handy? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Oder also nicht. Dann nochmal Glück gehabt. Dann kein Handy für die heutige Aufnahme. Ach, es liegt bestimmt noch an der Dusche. Egal. Egal. So. Wir haben immer noch keinen, ne? Ah, hier. Hier sind die Rezepte. Hier sind die Rezepte. Da gib mal her. So, einmal dich hier. Naja, da kommt ja eh nichts mehr Neues. Den haben wir schon. Und hier. Ein Teetischchen, okay. Zeig mal her. Oh, okay, ein Hartholztisch halt. Okay, sehr interessant. Ich muss schon wieder niesen. Oh Gott. Ah, es geht. Es ist wieder weg. Kann aber immer wieder zurückkommen, Leute. Immer wieder. Haben wir schon 4 Fossilien? Tatsächlich. Wow. Das heißt, wir können eigentlich schon zum Museum gehen und müssen hier nichts dingsen. Und ich hoffe, Pamela sieht mal aus. Da können wir eigentlich gleich mal nachschauen. Ob die schon irgendwie Hackmack macht. Das ist ja ihr Lieblingsspruch. Hackmack. So, hier auch noch hier. Die können wir schnell mitnehmen. Ah, das ist hier im Wald. Naja,
Naja, naja. So. Oh, guck mal, da ist noch ein Kreuz. Aber das wird jetzt eigentlich. Ich glaube, das wird ein Ei sein. Ich glaube es nicht, nur ich weiß es, glaube ich. Es gibt echt 5 Fossilien. Wo war es denn rechts, glaube ich, ne? Da. Ja, gib mal her, ja. So. Daneben. Ist auch nichts Neues. Ein Ei. Ja, war klar. War klar. So. Wir haben auch noch ein paar Pfirsiche. So. Und das ist der letzte Baum für heute. Nehmen wir mit. Boah, ich war noch nicht im Museum, ne? Seitdem wir die ganzen Fossilien und so abgegeben haben. Ich weiß nicht, wie es da drin jetzt aussieht. Weiß auch nicht, ich kann gar nicht einschätzen, wie viel uns jetzt noch fehlt. An Fossilien. Wir haben da schon ordentlich viele reingetan. Mal schauen, was er sagt. Guten Morgen, Eugen. Huchen, Eugen. Ich bete um Pardon. Wie darf ich Ihnen dienen? Hier, Fossilien analysieren. 1, 2, 3, 4. Nicht nur ein von, sondern mehrere. Oh, wenn ich finanziell... Oh. Was? Seid alle 4? Etwas stiften. Okay. Der hat schon alles, was ich ihm gebracht habe. 4 von 4 daneben leider. Daneben. Optimalotus, Stegosaurus, Parasaurus, Plesiosaurus. Ich würde diesen Stegosaurus behalten, weil wenn ich später das Museum umplatziere, dann möchte ich davor 2 große Dinosaurier-Dinger haben, die schön präsentiert werden. Deswegen tue ich mal den Stegosaurus hier hin platzieren. Ach, das ist gar nicht der. Achso, Brachiosaurus hieß er. Den möchte ich haben. Ja. Okay, habe ich wieder was gelernt. Brachios war da mit diesen komischen Schuppen da, die so wie beim Igel so aufgestellt sind. Ah, stimmt. Habe ich verwechselt. Aber ich bin ja auch kein Experte aus der Vergangenheit, ne? Das muss man ja auch ganz deutlich dazu sagen. Deutlich. Gießkannen habe ich gar nicht dabei, ne? Nee. Okay. Okay, egal. So. Ich weiß echt noch nicht, wo ich den Boden hinstellen möchte. Ich habe die Brücke, glaube ich, zu blöd platziert. So, ich will erstmal die Grünpreise wissen. 113, oh, guck mal, hätte ich heute auch hier verkaufen können. Okay. So, hier, bitteschön, nimm mal hier. Ich verkaufe jetzt die Rezepte. Ist mir immer zu nervig, die dann da unten hinzulegen. Und Eier verkaufe ich jetzt auch. Brauche ich echt nicht mehr. Ich habe, glaube ich, echt langsam genug Eier. Wirklich. So, hier, bitteschön, nimm. Nimm. Dankeschön. Oh, ich glaube, wir könnten unseren Kredit abbezahlen. Wir müssen ja... Ach, wir waren noch gar nicht beim Stadtplatz heute, ne? Vielleicht steht da ja auch jemand, Schubert oder... Vielleicht kommt mal langsam die Schwester von Sina und Tina. Das wäre auch noch schön. Oh ne, das ist ein Schwalm. Ist das ein Schwalm? Ja, ist es. Ist es. Der ist nicht viel wert. Ach, KK ist heute wieder da. Okay. Wir gehen trotzdem mal rein. Guten Morgen. Hallo. So, ich möchte dir Sachen verkaufen.
Heute ist Freitag, morgen ist der 12. Wann war Hessentag, am 12. oder am 14.? Ne, morgen ist der 11. 11.? Morgen ist Samstag, der 12. Oh ne. Am 12. ist der Hessentag, ne? Das heißt, da wird es viele Eier geben. Und dann kann ich da nichts verkaufen. Also keine Rüben kaufen, wenn ich den Kredit hier abbezahlen sollte. Deswegen glaube ich, lassen wir das. Den bezahle ich dann erst nachdem ich die Rüben habe. Wo ich dann auch besser angeln und sowas kann. Ne? Ja, dann machen wir es so. Oh, was haben wir denn hier alles? Blumen, die nehme ich. Nadel, Setzling, Eisen nehme ich auch und einen Karton. Ich frage mich, wie viele Kartons gibt es hier denn, ey? Pro Bewohner einer? Kann das sein? Kann das hinhauen? Ich weiß es nicht. Aber wir können ja einfach mal eine Blume hier hin platzieren, pflanzen. So. Und das war's. So, dann gehe ich mal kurz nach Hause, hol mir zwei Gießkannen. Und dann sind wir eigentlich schon wieder durch. Weil ich muss leider gleich los. Ich habe bis 9 Uhr Zeit zum Aufnehmen, also noch 9 Minuten. Und dann muss ich ganz dringend weg. Ganz, ganz dringend. So, Gießkannen wollte ich nur holen. Haben wir das auch noch gemacht? Hier in die Tasche stecken. Wir können auch 5 nachmachen. Dann mache ich jetzt noch 9 Minuten und dann können wir noch bei Tina und Sina schnell vorbeischauen. Aber danach muss ich echt schnell weg. So, Gießkanne. Ich weiß nicht, ob ich heute noch Zeit finde, hier was zu machen. Deswegen will ich mal eben schnell die Gießkanne rausholen und hier noch irgendwelche Blumen gießen. Die noch Chance haben hier auf Gedeihen. So, euch auch hier, bitteschön. Butterflies fly away. Ich habe gestern das erste Mal diesen Song gehört. Von Miley Cyrus, Butterfly Fly Away. Klang interessant. So, natürlich Miley Cyrus, ne? Eine andere Miley kenne ich auch gar nicht. Miley ist eigentlich auch voll der schöne Name, oder? Oder gefällt der mir nur? Gefällt der mir nur? Nee. Oder gefällt der nur mir? Nur mir. Ah, Deutsch. Deutsche Sprache, schwere Sprache, Alter. So, dich haben wir auch gefunden. Und jetzt habe ich alles eigenbezahlt, ne? Ach, Mann. Egal, ich habe jetzt keine Lust da. Ich brauche ja eh Geld für Tina und Sina. Dann hole ich mir mal eben 20.000. Ich glaube, das reicht. Oder 30.000. Dann kann ich da 10.000 reintun. Es soll ja auch klappen mit 99 Dingern, aber die Chance ist 1 zu 4, habe ich gehört. Und die Chance ist mir echt zu groß. Weil 1 zu 4 würde dann bedeuten eigentlich, dass man dann trotzdem Verlust macht, oder? Man tut 99 rein, bekommt circa etwas unter 400. Ne? So, macht das schon etwas Verlust? Ah, ich wollte 2, ne? 2 wollte ich. Ups, Auszahlung. Ne, ich wollte 3. 3, 30.000. So. Ne, oder? Doch, man macht Verlust. Man bekommt ja nur 3-mal dann 99. Da muss man bedenken, man hat 99 investiert, hat also eigentlich nur 200.000 Gewinn gemacht. Und dann die Chance 1 zu 4. Wenn dann 3-mal passiert nichts, das würde heißen, man steckt 4-mal rein. 4-mal 99 sind, ne, wir alle wissen, so unter 500.000, ne. Dann hätte man 300 Verlust gemacht. Falls meine Rechnung jetzt richtig war. Ne, also ich würde es nicht machen, sorry. Vielleicht klappt es das erste Mal, dann würde ich aber direkt aufhören. Dann würde ich direkt aufhören, auf jeden Fall.
Ah ja, Blumen gießen. Weiter geht das Spektakel. So, hier haben wir ganz, ganz schöne Blumen. So, oh, die ist kaputt, die Butch. Ja, ja, ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Wir haben ja zum Glück noch eine. Für den Fall der Fälle. Bitteschön. Ja, hier kann eigentlich nichts mehr passieren. Ich muss die Blumen echt mal wieder sortieren. Weil wir haben jetzt zwischendurch hier eine, da eine. Das muss ich auf jeden Fall die Tage auch machen. Können wir vielleicht morgen früh machen. Beziehungsweise morgen Mittag. Denn morgen früh gucke ich einen Livestream. Und den gucke ich auch. So. Meine, der Pater kommt dann immer noch pünktlich. Auch wenn ich später aufnehme, aber. Ja. So, ich habe mir echt viele rote Blumen schon. Bisschen zu viele. Ich hätte mir lieber mehr Mixes gewünscht. Hier haben wir auch noch welche. So. Und so. Ups. Oh, da ist ein normales Geschenk. Das hole ich mir mal eben. Peng. So, was war da denn? Ah, da war's. Kirschblütenboden. Okay, cool. Ich hätte am liebsten noch diese Kirschblütenwand. Aber morgen ist ja eh der letzte Tag, deswegen glaube ich, das wird nichts. Das wird, glaube ich, leider nichts. Aber Boden ist zumindest etwas. Ausrüsten. Dann haben wir, glaube ich, 2 von 11 in Dingern. Da haben wir einen selteneren Insekt. Selteneres Insekt. Das nehme ich mal mit. Regenbogenfalter. Schön. Wir wollen morgen deinen Vater holen. Dein Papa holen. Gießkanne. Ich bin gespannt, wie morgen das Angelturnier sein wird. Das war ja früher so, ne? Wer den längsten Fisch fängt, der hat gewonnen. Und aber hier stehen ja gar nicht mehr die Längen der Fischsorten dran. Wenn man das mal gemerkt hat, ne? So. Hier, bitteschön. Pflanzen. Und ihr auch. Super. Dann hätten wir alle Pflanzen. Gut. Gut, gut, gut. Euch haben wir auch, ja. Ja. Sehr schön. Pamela, bist du zu Hause? Nee. Sie pennt noch. Okay, noch 3 Minuten. 3 Minuten. Mal gucken eben. Das können wir noch da rein tun. Die Kirschblumen können wir uns noch anschauen. Da. Och, der sieht, glaube ich, schön aus. Vielleicht fange ich noch in ein paar Minuten noch ein paar Kirschblüten, falls ich welche sehe. Rennen wir mal hier einmal durch. Da war, glaube ich, eine, oder? Ach nee, das ist ein Schmetterling. Da aber. Nee, ist echt ein Schmetterling. So, ich gucke hier. Irgendwo wird schon eine herumfliegen. Also bis jetzt noch nicht, also... Mindestens 2 will ich jetzt auch noch haben. Oh Mann, ey. Fliegt ja jetzt überhaupt keine herum. Ich meine, es liegen jede Menge runter. Aber die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Dich brauche ich eigentlich auch nicht. Aber ich schnapp dich einfach mal. Ich schnapp dich einfach mal, eine Königslibelle. So. Gehen wir nochmal hier einmal runter und gucken ganz genau hin. Ganz genau. Ich habe bestimmt einen übersehen. Es tut mir leid. Aber es ist echt schwer, die von den anderen zu unterscheiden. Weil das erkennt man meistens nur an dem Schatten. Und ist vielleicht ein Ticken größer als die anderen. Aber nur ein Ticken. Nee, finde ich nicht. Dann gehen wir jetzt zum Dingsi. Zu Sina und Tina.
Ich gucke hier nochmal so genau hin. Aber nee. Guten Morgen. Ah, willkommen in der Schneiderei. Hallo Sina. Hey, ich habe ein kleines Geschenk für dich, Moritz. Was denn? Dieses Design habe ich selbst entworfen. Wusstest du, dass du Möbel ganz individuell anpassen kannst, indem du Teile aus Stoffe austauschst? Ich dachte, dass du dafür vielleicht mal einen Stoff verwenden möchtest. Ich habe auch Stoffe mit anderen Designen angefertigt. Wenn dir davon etwas gefällt, bediene ich ruhig, um Möbel mit Hilfe der Werkbank umzugestalten, wie dir Design, um eines auszusuchen. Nicht jedes Design ist aber für jedes Möbel verwendbar. Das ist von Stück zu Stück unterschiedlich. Ich habe sehr hart an diesen Stoffen gearbeitet. Ich hoffe sehr, dass sie dir nützlich sein werden. Oh, cool. Cool. Dankeschön, Sina, Tina. So, was haben wir hier? Asia-Bluse, okay. Festival-Shirt, wie sieht das denn aus? Es sieht komisch aus. Sieht komisch aus. Was ist das denn mit Punkhose? I. Die gefällt mir auch nicht so. Oh, ein Feenkleid. Oh mein Gott. Ich nehme mal das hier. Das gefällt mir. Das ist Schlafanzug, ne? Ne, Kandura. Ohaha. Sieht auch cool aus. Nee. Sonst war es das aber wieder. Das kaufe ich mir. Geil. Sieht ein bisschen aus wie Tarzan, dem weiblich. Hui. So, wir gucken uns das mal eben schnell an mit diesem Design. Bin gespannt. Finde auch nett, dass sie mir das geschenkt hat. Oh, ist gar nicht im Inventar. Okay. Es ist tatsächlich an der Werkbank. Oh, ich springe jetzt hier rüber. So. Geht etwas schneller. Zwar nicht viel schneller, aber ein wenig. So. Dann nehmen wir einfach mal das Holzbett, glaube ich, mal weg. Weil das können wir auf jeden Fall designen. Beziehungsweise zumindest bearbeiten. Wie ist das bearbeiten? Ich weiß es gar nicht. So, komm mal hierher. Dann schauen wir uns das mal an hier. Etwas umgestalten. Ist das hierbei? Baumstammbett. Bettzeug. War das Bettzeug? Nee. Nee. Oder war das hier? Warte. Design. War das hier? Ich weiß es nicht. Nee, scheint auch nicht zu sein. Ist das bei etwas herstellen? Nee, auch nicht, ne? Okay, ich bin ein bisschen verwirrt. Das heißt, ich würde sagen, wir sehen uns morgen einfach wieder. Mal gucken, ja? Ich informiere mich. Bis dann, euer Kamito, haut rein, Rest ist die Playlist, links das neueste Video. Tschüss.